Eine Edeka-Filiale in Würzburg hat mit massiven Diebstählen der besonderen Art zu kämpfen. Bei Eröffnung des Lebensmittelgeschäfts im Jahr 2013 standen der Kundschaft insgesamt 60 Einkaufstrolleys zum Ziehen und 1000 Einkaufskörbe zur Verfügung. Gegenüber in Franken zieht Marktleiter Stefan Popp eine traurige Bilanz. Zitat: Aktuell sind nur noch 20 Einkaufskörbe vorhanden. Der Marktleiter hat dafür kein Verständnis und greift jetzt zu härteren Mitteln. Zitat: Jetzt ist Schluss, wir werden keine Einkaufskörbe mehr nachbestellen. Per Aushang werden Kundinnen und Kunden über die radikale Maßnahme informiert. Fortan muss sich die Kundschaft also mit 20 Einkaufskörben zufrieden geben. Wo die Körbe abgeblieben sind, kann sich der Marktleiter nicht erklären. Zitat: Ich verstehe ja, dass man den Korb kurz mit zum Auto trägt und ihn dann vielleicht auch mal mitnimmt, aber bis heute habe ich niemanden erlebt, der einen Einkaufskorb zurückgebracht hat, so der Filialleiter.